Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Codename Panzers Phase 2. Wir sind wieder hier bei wie lautet die Aufgabe, ja, Kommandant? Du sollst dich dahin, du sollst dich vorne hin. Oder hast du eigentlich schon aufmissioniert? Nee, hast du gar nicht. Dann machen wir erst die hier. Wir sind wieder hier in der Wüste beim Firepass, meine ich. Wir müssen noch eine Nachschubstelle der Briten erobern, was wir diesen Part auch tun werden. Um es erstmal ganz kurz auf Topic zu machen und damit dann auch direkt abzuschließen, wen es interessiert, ich habe eigentlich Ergebnisse meiner Prüfung bekommen, zum Meister, schriftlich habe ich bestanden, und jetzt kommt nur noch ein bisschen was, ja, noch ein bisschen was Fachgespräch-like und, ja, wenn ich das dann quasi hinter mir habe, dann habe ich den ganzen Scheiß erstmal hinter mir, Punkt. So. Was denn? Vorwärts geht's! Die Jungs möchte ich gerne heilen. Ganz einfach, weil ich weiß, dass Panzerbesatzungen, auch wenn sie im Panzer sind, Schaden nehmen können. Das ist extrem scheiße, wenn mir auf einmal der Fahrer abnippelt oder sowas. Ich weiß nicht, was die Briten da noch für Truppen haben. In Ordnung! Oh, hast aber ziemlich gut mit der Munition hingehauen, mein Freund. Das ist das Problem bei den Supermenten, die haben halt nur 30 Schuss, da muss man ein bisschen aufpassen. Dafür sind sie extrem wirkungsvoll. Verstanden! So, den hier einmal. Ist klar, die können wieder reingehen. Ich warte auf Anweisung. So, wie machen wir das? Ich meine, wenn ich den Punkt erobert habe, dann kommen die Briten, glaube ich, schon so allmählich. Oder kriege ich noch eine Zeit vorgesetzt, wo ich mich noch aufrüsten darf, beziehungsweise mich hinsetzen darf? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, 8 haben wir auf jeden Fall hier. Hier, Herr Kommandant. Plus noch weitere Uses Gewehrschützen. Nice. Los, Bewegung, bitte. Ich weiß gar nicht, wo ich die nutzen könnte. Alles okay. Aber gut, hier haben wir schon mal unsere die Panzerbüchsen. Die haben hier, denke ich mal, ein ganz gutes Sichtfeld. Ich wähle die 88 gewiss, aber wenn die so weit vorne schieben, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter hinten setzen. Ja, bitte? Ich müsste sowieso mal gucken, okay. Wo der Gegner mich genau angreift. Okay, dem G-Schützen tue ich ihn gewiss nicht besetzen. Das wäre eine Verschwendung. Ich glaube, warte mal, wenn das in der Reichweite ist, tue ich hier die 88 aufstellen. Was denn? Aufmenschenjagd, alles klar. Gut. Scharfschützen haben wir, die kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich glaube, die habe ich gar nicht vorhin benutzt hier, wenn ich hier rumgelaufen bin. Ne? Ich meine, jetzt kann ich so gut gebrauchen, aber wohl nicht wirklich. Ich meine, ich greife da von hier hinten an, dann bin ich gleich schon in der Stellung. Nee, lass mal. Der kann an sich hier hin. Ich glaube, da bringt er mit am meisten. Ich warte auf Anweisung. Also, los geht's! So, wenn ich das MG-Trüppchen ist ein bisschen verschwendet. Was denn? Die normalen deutschen Gewehrschützen. Aufgabe klar. Was ist denn da? Wie geht's weiter? Hans, schauen wir nach. Was ist denn da? Okay. Ist doch gar nichts. Okay. Doch, Tatsache, da ist was. Los geht's. Motor an. Mann, 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 da waren noch ein paar britische Schützen. Und los. Der ist so gut wie tot. So. Fahren wir. Haben wir die erledigt? Wäre auch nur eine böse Überraschung gewesen. Genau, die sind drauf. Die legen sich schon mal hin. G-Schützen, wo können wir die gebrauchen? Theoretisch wären die hier im Turm gar nicht mehr so schlecht gewesen, auch wenn der Turm nur einen geringen Schutz bietet. Bitte? Aber die hat 8. Ja, was sagen, die kann hier oben schon mal überall reinpfeffern. Hat ein bisschen mehr Reichweite als meine Panzerbüchsen. Ja, es wäre an sich verkehrt, wenn ich die maximale Reichweite ausnutze, aber hier sind wir zu angreifbar. Hier habe ich immerhin noch den Bunker, der mir ein bisschen, naja, eine Flanke deckt. Das wird schon passen. Gut, sammeln wir die Panzer. Ich will schon alle dabei haben, einfach nur, weil ich damit sicherer mich fühle. Motor an. Ja, bitte. Los! Den Munitions-LKW brauche ich da aber nicht, weil ich meine, hier war so ein Posten. Wären sie schlauer gewesen, als den hier zu besetzen, aber ist nicht zwingend schlimm. Das geht schon. So, das wird die Frage. Wobei, ich glaube, ich krieg Zeit, mich zu befestigen. Es ist ja extrem beschissen, wenn das Spiel so witzig ist, von wegen, ja, du hast die Position erobert, gut gemacht. Hier kommt eine Cutscene. Ich verrate schon mal, es wird eine Cutscene kommen. Und ja, dann geht's direkt los. Ich glaube, ein bisschen Zeit zum Befestigen habe ich. Aber gut, genug der Speise, es geht weiter. Ich bin eigentlich mal Reparatur-LKW angeschossen. Die Banausen, ey. Kamelziele haben wir schon alle erfüllt gehabt, ne? Ja, wunderbar.
Wo kommen die her? Das ist wie eine Woche, dass ich das jetzt gespielt habe. Da bin ich mir unsicher, was sie als, was ich ja schon gemacht habe, was eben nicht. Die würde ich aber schon gerne erledigen. A, es ist XP, die mir einfach so gegeben wird. Und B, sind es Einheiten, die mich irgendwie vielleicht noch nerven könnten. Ich meine, bestimmt nicht, aber wer weiß, vielleicht doch. Und ab und zu habe ich ein paar Mikro-Ruckler, falls ihr das mitbekommt. Das ist leicht nervig, aber zum Glück nicht so tragisch wie damals bei Alien Isolation. Nicht zu weit auseinander, Freunde. Wenn da irgendein komischer Mathilde-Panzer auf einmal ankommt, dann stehe ich mit zwei Panzern und denke mir so, oh hi. Okay. Okay, Munitions-LKW ist nicht das Problem. Du hörst dann bitte hinten. Ich weiß nämlich, wie du angeschossen musst. Ah, wo wir gerade von Martine Ilda gesprochen haben. Aber der Gute bekommt auch nicht die Fresse von mir. Vor allem, er mir auch nur seine seitliche Panzerung zeigt. Aber da ist noch eine Pack, die mit drauf knallt. Okay. Schießt die Pack direkt an? Ja, wunderbar. So, ich meine, da waren drei Packs gewesen insgesamt. In dem Bunker ist auf jeden Fall etwas. Und da ich ja hier oben meine Panzerschützen habe, werde ich den Bunker gewiss nicht benutzen. Insofern nehmen wir auseinander. Oh, so ein kleiner Viecher. Ja, da ist mir die Packsäure gefährlicher. Reparatur, da bist du. Gehen wir hier vorne hin. Gut, den haben wir. Wie der Helfer entgegen repariert wird, aber es nichts bringt, weil er nichts aushält. Sehr schön. Stimmt ja, die Briten haben jetzt auch ihre eigenen Reparatur-LKWs. Im ersten Teil haben wir gar keine gehabt, dann mussten sie sich mal bei den Amerikanern bedienen. Aber es bringt ihr nichts. Der Punkt gehört uns. Ah, angeblich noch nicht. Ist irgendwo noch... Ah, wollte gerade sagen. Hätte mich auch gewundert. Ah, so wird das gemeint. Alles klar. Okay. Panzerbesatzungen? Warum sollten das Panzerbesatzungen machen? Das ist total verschwendet. Wobei, da fällt mir was ein. Wir werden das gleich gut vorbereiten können. Erstmal muss ich hier ein bisschen aufräumen. Also wir müssen jetzt die 88er doch in den Positionen schicken, wo sie eigentlich hin sollen. Was ich eigentlich nicht machen wollte, aber okay. Spiel gibt's mir vor. Dann würde ich sagen, das machen wir. Und ich würde sagen, bis wir es gemacht haben, haben wir Zeit, bis der britische Gegenangriff kommt. Ergo kann ich mich wunderbar vorbereiten. Und da Panzerbesatzungen die 88er bedienen, was, wie gesagt, schon verschwendet ist, werde ich die Panzerbesatzung benutzen, um mir hier ein bisschen Material zu holen. Auch wenn es so scheiß Pisspanzer sind, aber hey, es sind Panzer, die mir helfen können. So, den Bunker nehmen wir trotzdem auseinander, einfach nur, weil ich nicht sicher bin, ob da was ist. Wie lautet der Befehl? Der Tod soll euch holen! Komm hier vorne hin. Und dann muss ich mir überlegen, vor allem, wie ich die Verteilung mache. Ich meine, ich muss ja beide Posten verteidigen. Wie teile ich meine Panzer auf? Am dümmsten. Ich meine, ich habe eine 88 noch zugekauft. Die könnte ich ja theoretisch an die Fläche oben hinsetzen. Oh! Da sieh mal einer an. Ich warte auf Anweisungen. Was denn? Okay. Da haben wir noch was gefunden. Ja, nicht, dass er eine Chance hätte, aber trotzdem. Wobei, ich hätte gerne Martine Ilda, wenn ich ehrlich bin, aber... Ist auch nicht tragisch, wenn ich sie nicht habe. Hätte ich schon Flammenverpanzer eigentlich holen können? Ich glaube ja, ne? Ja, stimmt. Ich hätte Flammenverpanzer schon haben können. Naja, egal. Gut. Dann würde ich sagen, ihr Boys, kommt mal ran.
Ja, bitte? Und ihr Boys kommt auch schon mal ran. Bewegung! Ja, also, los geht's! So, zweimal Gewehrschützen kommen hier rüber. Der Bunker ist noch ziemlich lebendig. Ja. Los, los, los! Ein neuer Befehl ist fällig. Der Pack ist da. Pack kann man auch gebrauchen. Pack könnte man auch benutzen. Ja, bitte. Vorwärts, Kameraden! Hier, Herr Kommandant. So, Bunker tot, aber offensichtlich war da keiner drinne. Schade. Ist ein bisschen verschwendet, grob gesehen, aber... Bewegung! Ist nicht so tragisch. Ich hätte den Bunker eh nicht sinnvoll nutzen können. Okay, mit den MG-Trupps theoretisch, aber... Ich weiß nicht. Hier, Herr Kommandant. So, jedenfalls kannst du das Ding mitnehmen. Los, Bewegung! Und dann pflanzen wir es halt hier vorne irgendwo hin. Haben wir da schon mal 388er, also ist extrem viel Schaden. Los. Und wir scouten die Gegend hier mal ab, ob wir irgendwo ein liegen gebliebenes Fahrzeug finden. Wobei, die waren ja alle hier drüben, ne? Ja, pass auf, mal folgendes. Hier, Herr Kommandant. Du gehst raus, du gehst raus. Ich warte auf Anweisungen, bitte? Ich warte auf Anweisungen. Die Boys kommen hier rüber. Und los! Das Reparatur-LKWchen brauche ich da drüben. Zu Befehl! Weil hier kann ich nicht reparieren, hier brauche ich es auf jeden Fall. Die beiden Gewehrschützen sind schon da. Ich will die 88er also aufstellen, wenn ich mir komplett sicher bin, was ich mache. Und hier vorne habe ich schon... Wobei, da könnte was sein. Da ist ein kleiner Einschlagskrater, ist da vielleicht irgendetwas? Ein Panzer 3. Ach. Ja. Ach so? Ja. Na, wie gut, dass ich gut gescoutet habe, nicht wahr? Ein geschenkter Panzer, einfach mal so. Okay. Und wieder hat sich das bewahrheitet. Man muss sich einfach noch ein bisschen erkunden. Und dann findet man schon so einiges. Was denn? Los jetzt! Thema erkunden. Ich möchte gerne ein bisschen... Wobei, ich habe hier auch Panzer 3, glaube ich, auch noch liegen gelassen, meine ich, ne? Weil ich die Besetzung einfach haben wollte. Kann ich ihn auch mitnehmen. Ja, doch, doch, doch. Ich denke, wir können hier ein bisschen was herholen. Los! Ja, die passt ja gut. Los jetzt! Also, los geht's! Ja, da ist er. Bitte? Okay. Das heißt, sie geht da rein. Bewegung! Und die geht in den da rein. Bringt zwar nichts, aber... Ist irgendwie noch besser, wenn ich den Dingo mitnehme, als er liegen zu lassen. So. Panzer 3 haben wir. Den können wir schon halbwegs gebrauchen. So, haben wir irgendwo noch einen Einschlagskarte oder so etwas? Hier nicht so. Hier aber habe ich euch noch einen Dingo gesehen. Die Packs könnten wir auch mitnehmen. Gott, die werden es hier einmauern können. Bewegung! Da ist noch ein Dingo. Vorwärts geht's! Was ist hier unten? Sieht aus, als ob da was wäre. Nichts. Okay. Da ist auch nichts, aber hier ist ein Dingo. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant Befehl? Los! Alles läuft nach Plan. Ist hier irgendwo noch ein Schachskrater, wo was sein könnte? Ja, nicht so. Scheint mir der letzte zu sein, den wir holen können. Die Fahrzeuge hier haben wir schon geholt. Ja, dann scheint es der letzte gewesen zu sein. Na, ist Autosave gewesen. Machen wir uns auf den Weg. Gut, ja, dann Besatzung heim. Ich bin bereit. Du gehst raus. Der Befehl. Du schnappst dir den Dingo. So, und dann müssen wir mal grübeln. Wir haben hier noch zwei Packs, die wir mitnehmen können. Panzer mal gut. Wie viel bringt er mir eigentlich? Ja gut, 15 Schaden ist nichts, wenn man ehrlich ist, ne? Was denn? Los! Ich glaube, der macht die Pack echt mehr Schaden. 15 ist echt nichts. Wie viel macht der Panzer 3? Ah, kann ich gerade nicht sehen. Jetzt müssen die Boys auch wieder reingehen. Hüpp-di-du, dann gehen halt die Boys da gleich mal rein. Zu Befehl. 37, das ist schon mal einiges mehr. Ja, ich weiß nicht, wie ich ein Dingo mit. Irgendwie ist der echt, fast schon echt useless. Ich meine, ja, es ist nett, dass ich ihn habe. Ist besser, als ihn nicht zu haben, immerhin, ne? Ja. Aber so viel Infanterie habe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob da Infanterieangriffe vom Gegner kommen. Wobei, eigentlich nicht.
Aber in der Packe, wie viel Schaden würde die machen? Wie lautet der Befehl? 51. Das ist einiges mehr. Ich kann es ja folgendermaßen machen. Ich kann die Pack nehmen. Zum Beispiel hier oben platzieren. Und den Dingo in der Nähe lassen. Dass wenn die Pack zerstört wird und mein Besatzer noch lebt, dass ich kurz in den Dingo springen kann. Das können wir machen. Ich denke mal, das wäre auch gar nicht mal so unklug. Zu Befehl, Herr Kommandant. Okay, dann würde ich sagen, Gewehrschützen, steigt hier schon mal ein. Ach, hier habe ich eine Pack gehabt, ne? Bitte, genau da war sie. Was haben wir denn noch? Brauche ich auch noch Truppen? Ja, stimmt, hierfür brauche ich, Ich warte auf Anweisung. Ich habe die hier noch, okay. Wie lautet der Befehl? Dann gehen die dahin und, ja. Da muss er dann Gerüchte berichten. So, die Pack wird repariert, auch sehr wichtig. Und wie gesagt, die 88er legen wir ganz zum Schluss, wenn wir komplett sicher sind, dass wir mit der Verteidigungslinie was reißen können. So, die Pack ziehen wir hier hin. Dass die 88er... Ja, ich muss es eigentlich den Panzern besser abschirmen. Beziehungsweise ich muss meine Pack, glaube ich, weiter nach vorne setzen auf der Höhe der 88er. Bitte? Das machen wir auch einfach mal. Weil es bringt nichts, wenn ich hier zwei 88er habe, die gefokust werden. Und dahinter erst andere Panzerabwehrgeschütze sind. Das macht einfach keinen Sinn. Deswegen müssen die so ungefähr auf einer Höhe sein, damit die alle gleichzeitig schießen können, wenn er direkt vom Frontal kommt. Ja, ungefähr so. Vorwärts geht's! Vorwärts! So. Ach nee, hier war die Pack. Aber gut, die nehmen wir mit. Den haben wir repariert, das ist gut. Die Jungs sind bemannt, das ist auch gut. Ja, dann ist es noch die Pack reparieren einmal über den Punkt. Und dann gucken wir, wie wir die Panzer verteilen. Definitiv, ich werde eines der Momente hier rüber schicken. Oh, da brauche ich überhaupt eine Momente. Ich meine, ich habe ja eine 88er mehr. Das ist gar nicht mal so einfach. Wie viel Schaden machst du? 60, das ist heftig. 60 Damage. Was machen wir hier? Wir machen mal Folgendes. Hier, Herr Kommandant. Der Gute stellt sich dahin. Dann steigen wir einmal aus. Lassen den hier stehen, wie gesagt, falls der abgeknallt wird, dass ich hier rüberwandern kann. Das gleiche machen wir mit ihm hier. Die stellen wir hinter der 88. Dann würde ich sagen, ich tausche die Besatzung einfach mal aus. Ja, bitte. Dass wenn die 88 hier vorne gekillt wird, dass ich da wirklich rüber switchen kann. Genau, hier habe ich auch Panzerbesatzung gehabt, die schicke ich dann hier hin. Verteilen wir es schon mal so ein bisschen. Bis dahin. Bis dahin. So, da hätte ich hier bis jetzt hier nur einen einzigen Panzer 3. Das ist natürlich viel zu wenig. Aber ich habe eine Pack und drei 88er. Wenn dann Panzer 3 ist... Würde ich sagen, ich mache eine deutsche, eine italienische Einheit. Die Mann zum Gröbel und den anderen Panzer 3 mit. Ah, das ist fertig, das ist gut. Dann kann der eigentlich hier hin. Wie lautet die Aufgabe? Der geht dann dahin. Wie lautet der Befehl? Er geht hier hin. Die Artillerie. Ja, die Artillerie ist mit das Interessanteste, wo die hinkommt. Oh. Hier ist ein Italiener. So, die gehen mit rüber. Hätte ich schon mal drei Kampfpanzer. Sono pronto. Ich nehme diese Momente auch mit. Avanti. Hätte ich eines der Momente, drei Kampfpanzer. Hier hätte ich jetzt vier Kampfpanzer, eines der Momente. Okay. Zu Befehl. Ich glaube, ich nehme die deutschen Besatzung hier auch noch mit. Dann habe ich jetzt hier drei Kampfpanzer, eines der Momente. Hier habe ich vier Kampfpanzer, eines der Momente. Nee, nee. Los. Der bleibt da. Weil ich habe hier noch die 88 mehr. Wie geht's weiter? Dann fahren die rüber. Die Artillerie. Wo kommt die Artillerie hin? Ich glaube, die Artillerie will ich auch hier lassen. Aber wie viel ist es hier? Ich habe jetzt vier Kampfpanzer und eine Simovente. Da habe ich drei Kampfpanzer, eine Simovente, aber eine 88 mehr. Die Artillerie macht, glaube ich, hier mit am meisten Sinn. Via! Zu Befehl. Und die Boys kommen hier rüber. Los, Bewegung! Wenn es hart auf hart kommt, ich habe hier noch die Dingos. Aber wie gesagt, die bringt zwar nicht viel, aber ich hätte sie. Okay. So, dann geht es um die grobe Aufstellung. Du gehst hier vorne hin. Mal kurz gucken, wie weit Reichweite hast du.
Wenn du da stehst, kommst du bis da vorne hin. Kann ich das eigentlich so vergleichen? Hat mal einiges mehr Reichweite, ist in Ordnung, kann da stehen bleiben. Ein neuer Befehl ist fällig. Hier wird die 88 stehen. Lass ich die Panzer in der Hinterhand, um sie dann nach vorne zu schieben. Chiedo scusa. Könnte man machen. Vor allem, weil ich ja nicht weiß, weil hier ist so ein kleiner Gipfel. Das heißt, der Brite muss sich entweder nach hier oder nach hier konzentrieren. Das ist nach links oder nach rechts. Und das ist ein bisschen schwer zu verteidigen dann. Oder ich teile sie auf. Das ist hier ein bisschen was schicker. Und dann hier ein bisschen was. Machen wir. Das Invento kommt hier hin, weil hier einfach eine Pack noch mehr steht. Und dann haben wir hier zwei Kampfpanzer. Okay, die erste Linie ist ungefähr dann hier dann, mit den 288er und der Pack. Ich denke mal, die kann man ganz gut halten. Und sollte diese fallen, kann ich mich immer noch hierhin zurückziehen zu meinen Nachschubpunkten und das dann hier verteidigen. Hier werde ich noch ein bisschen aufmunitioniert. Machen wir so. Und hier, ja, grob gesehen gibt es hier nur eine logische Linie, weil hier hinten ist mein Punkt. Der bringt mir nicht so viel. Aber jetzt muss ich erstmal die deutschen Panzer aufstellen. Okay, lass mal sehen. Das ist viel einfacher zu verteidigen hier auch. Die Semovente schicke ich hier hinten hin. Auf eine Höhe würde ich schon fast sagen. Ein Panzer 13, den zu decken ein bisschen. Ich muss auf der Hut sein. Ja, und die Boys schicke ich an die Mitte, würde ich sagen, ne? Okay. Einmal da. Wie lautet die Aufgabe, Kommandant? Einmal hier. Was denn? So, Reparatur gewesen hier, da wird auch hier eher benötigt. Weil ich mich hier gar nicht reparieren kann. Ach schade, wäre eigentlich ganz cool, wenn ich schon zwei Reparatur-LKWs hätte. Aber okay, du gehst, ich würde mal sagen, hier hinten hin. Den brauche ich eigentlich nicht, allerdings, ich schicke den einfach mal hier zum Punkt. Dass wenn der Brite irgendwie YOLO ist und hier hingeht, dass ich den Punkt noch habe. So, der bleibt da, der bleibt da, das ist in Ordnung. Ja, ich denke mal, so kann es bleiben, mit den Scharfschützen habe ich schon mal eine gute Sichtweite. Wobei es eigentlich Sinn machen würde, die Scharfschützen zusammen mit meiner Artillerie zu einzusetzen. Damit ich dann maximale Reichweite halt ausnutzen kann, aber ist auch nicht so wichtig. Ich meine, die Artillerie wird schon genug Schaden machen. Ob sie jetzt einen Schuss mehr ausgibt direkt zu Beginn oder eben weniger. Es muss nicht zwingend sein. Es wäre klüger, ja. Aber ich denke mal, so ist es auch in Ordnung. Ich meine, ich habe hier bei den deutschen Positionen eine deutlich stärkere Kampfkraft einfach. So. Vorwärts geht's. Die 88 ist schon mal in Position. Dann setzen wir die einen ein. Los! Ja doch, ich denke mal, das könnte ganz gut werden. Also, los geht's. Und los! Ich warte auf Anweisungen. Bewegung! Zu Befehl! Vorwärts, Kameraden! Was denn? Vorwärts, Kameraden! Ein bisschen blöd, dass ich die 88er genauso aufstellen muss, wie es mir da vorgeschrieben wird. Ich warte auf Anweisungen. Vorwärts, Kameraden! Oh, das willst du machen. Okay, ich würde sagen, wir speichern das hier ab. Nicht löschen, speichern. Ja, bitte? Ich hätte nämlich eigentlich keine wirkliche Lust, das Ganze noch neu zu machen. Und ich warne schon mal voraus, gleich kommt eine Cutscene, es wird gleich ein bisschen laut. Wie lautet der Befehl? Also, los geht's! Also, ein bisschen leiser drehen. Du klingst wie eine streunende Katze in der Oper. Salam alaikum, Mächtiger! Ich suche Ihren Schutz! Bewahren Sie mein bescheidenes Leben! Mir bleibt nichts anderes mehr! Die italienische mobile Infanterie wird dich beschützen. Steh auf und lass meine Schuhe los! Oh, ich werde Ihnen jeden Tag die Schuhe putzen! Es sind gute Schuhe, teures italienisches Leder, ich weiß! Ihr bescheidener Diener Ibrahim! Ich kaufe nichts von jemandem, der am Boden kriegt. Aber ich kann nicht! Nicht bei all den britischen Panzern! Britische? Wo denn? Und wie viele? Ibrahim versucht es Ihnen ja zu erklären, Herr! Sie können jeden in der Wüste fragen. Ibrahim ist ein ehrlicher Händler mit guter Ware. Wer Ihnen anderes sagt, ist ein Lügner. Und Allah wird ihn fürchterlich bestrafen. Wie die Briten.
die auf meine Kamele geschossen haben. Meine armen Kamele! Haben sie von Panzern aus geschossen? Meine armen Kamele! Für eine kleine Gebühr, um sie zu ersetzen, erzähle ich ihnen von den Briten. Wo? Wie viele? Jetzt rede endlich! Ja, ja, Herr, ich rede! Britische Panzer kommen hierher, zu viele! Ich kann nicht zählen! Sie fahren durch meine Karawane! Jetzt bin ich Bettler! Es ist sehr zu viel! Feldwebel, geben Sie Alarm! Der Kommendatore hat sein Ehrenwort gegeben! Der Mann, die Fahrzeuge, los, los! Mein Zelt! Jetzt oder ich! Inshallah! Wie Sie wünschen, Herr! Erstmal den Sound korrigieren. Merci. Bitte? So. Los, Bewegung! Dann wird es ein bisschen ungemütlich. Halten Sie beide Camps. Ja. Attendo ordini. Andiamo. Könnt ihr mich bitte mal vorne drehen? Eventuell brauche ich euch. Jolo wär's ja, wenn eine Blitzer von hinten kommt. Da vorne ist irgendwas. So, was haben wir denn da? Der war mal easy tot. 88er OP gegen solche Dingos. Wir werden angegriffen. Da vorne ist irgendwas. Ja gut, Dingo. Okay, Matilda ist ein anderes. Da müssen wir uns auf jeden Fall auf eins konzentrieren. Feind in Sicht. In Deckung. Klar. Rübel bekommen ein bisschen auf die Fresse. Vorwärts. Dafür mal Reparatur-LKW. Wir werden angegriffen. Vorwärts. Wir können ein bisschen nach vorne, damit ihr konzentriertes Feuer machen könnt. Genau. Höhe. Der gibt mir ein bisschen Beef von 88. Okay. Keine Chance. Oh, jetzt geht's hier los. Ja, hier ist ein bisschen blöder, weil ich hier keine Reparatur-Kabis habe. Wie lautet der Befehl? Hier, Herr Kommandant. Aber hier habe ich die Artillerie zur Not. Schaut's hier aus. Weil ich habe immer noch meine Airstrikes. Ich glaube, ich setze schon mal ein. Da hat's meiner Pack erwischt. Ist schlimm. Ja, bitte. Einmal Tinella ist fast tot, der andere gut auf die Fresse. Ja, da müsste jetzt gleich platzen. Na komm. Oh. Also die Artillerie. Ja, verpissen sich. Hier, Herr Kommandant. Wunderbar, hat wunderbar funktioniert. Muss ich mich gar nicht mal zurückziehen. Ihr ungläubigen Bastarde! Meine unschuldigen Kamele zu verscheuchen! Schande über euch! Schweine! Das zahlt euch Ibrahim zurück! Das glaube ich gern! Danke, oh danke, ihr edlen Herren! Sie haben mir das Leben gerettet! Jetzt sagst du uns, woher du die Uhr hast! Na los! Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß, meine Herren! Jeder kennt Ibrahims Ehrlichkeit! Sie werden nicht enttäuscht sein. Gib mir die Uhr. Ganz ruhig, Dario. Los weiter, Händler, sonst setzt es was. Ich habe die Uhr von dem großen Riffkrieger, den Sie Tahsin Nefarat nennen. Den Bringer der Freiheit. Den Bringer der was? Er ist ein Segen für mein Volk, wie der Regen nach der Dürre. Er führt die Eingeborenen an, gegen die britischen Kolonisten. Er ist der geborene Anführer, ein Geschenk des Himmels, von dem er einst hinabstieg, auf den silbernen Flügeln eines Engels. Mit einem Flugzeug? Ein italienischer Soldat? Kennst du ihn? Hast du ihn gesehen? Ja, obwohl er unsere Sprache spricht, habe ich sofort gemerkt, dass er ein Fremder ist. Ich hörte, er ist bei seiner Ankunft verwundet worden. Doch das Bergvolk hat ihn aufgenommen und geheilt. Er nimmt ihre besten Krieger und führt sie an gegen die britischen Karawanen. Klingt nach Sergio. Mit seinem Verhandlungsgeschick und seinen Arabischkenntnissen ätzt er die Eingeborenen gegen die Briten auf. Wann hast du ihn getroffen? Vor über einer Woche her, etwa 5 Tagesmärsche von hier Richtung Osten. Wie sah er aus? Sag mir, geht es ihm gut? Er sah süß und lieblich aus, wie eine reife Dattel, Herr.
Mit meinen halbgeschlossenen, bescheidenen Augen würde ich sogar sagen, dass er ihnen ähnlich sieht. Er hat mir seine Uhr für eine britische Militärkarte gegeben. Das ist seine Uhr. Der Mann sagt die Wahrheit. Ihr Bruder ist nicht nur am Leben, sondern auch ziemlich beschäftigt, Dario. Gott, Ahns, ich bin so erleichtert. Ich hatte ihn schon aufgegeben. Wenn seine Lordschaft Gefallen an der Uhr hat, gebe ich sie Ihnen für einen sehr vernünftigen Preis. Ibrahim ist immer für ein gutes Geschäft zu haben. Ich finde es sehr interessant, die ganzen Verrenkungen, die er macht und die ganzen... Naja, die Soundspuren, nicht die ganze mit der Cutscene stimmt, aber okay. 6 Einheiten verloren, das waren gewiss die paar Einheiten, die ich bei den Pax verloren habe, schade. Aber man kann nicht alles auf 100% YOLO schaffen. 500 Prestige ist immer gut, exzellent, läuft. Und Kriegsverdienstkreuz in Gold erhalten, wir überspringen Silber. 17. Juni 41. Bin früh aufgestanden, um mir noch einen Sonnenaufgang in der Wüste zu gönnen. Es könnte mein letzter sein. Die Briten haben mit ihrer gewohnten Starrköpfigkeit einige Siege gelandet, mit denen niemand mehr rechnen konnte. Das Blatt scheint sich wieder gegen uns gewendet zu haben. Das Oberkommando ist offensichtlich unfähig, dem Gegner mit gleichen Kräften zu begegnen. Jetzt ist es mehr denn je auf die Hilfe unserer deutschen Verbündeten angewiesen, die unbeschrittenen Meister im Wüstenkrieg sind. Sie werden versuchen, den britischen Vormarsch zu stoppen, ehe er das belagerte Tobruk erreicht. Schon seit Monaten versuchen wir, die Stadt wegen der Bedeutung des strategischen Hafens zu erobern. Der Ernst der Lage gebot, dass die Reste unserer motorisierten Einheiten deutschem Kommando unterstellt wurden. Ich habe immer noch vollstes Vertrauen in unsere Verbündeten und vor allem in Hans von Gröbel. Doch mache ich mir wenig Illusionen, was ihre Absichten angeht. Es ist ganz offensichtlich, dass sie die italienischen Panzer als Köder benutzen, um das feindliche Feuer auf sie zu lenken und die Briten in einen Hinterhalt zu locken, den sie nicht überleben werden. Die schlechte Nachricht ist, dass unsere Überlebenschancen genauso niedrig sind wie ihre.